willkommen zu diesem Preview-Video zu XCOM 2 War of the Chosen. Ich habe das vor jetzt mittlerweile einigen Wochen 2,5 Stunden spielen können. Das sind leider nicht meine Aufnahmen. Wieso, erzähle ich euch im Montagmorgen-Podcast. Aber ich kann euch doch das kommentieren und euch erzählen, was da passiert. Diese Operation Lost and Damned, das ist quasi der Start des Add-ons. Und was ich nicht ganz kapiere, ist, ob das wirklich als allererstes kommt oder ob das nach der eigentlichen Tutorial-Mission kommt, die ihr sicherlich kennt als XCOM 2-Spieler. Auf jeden Fall ist die Mission sehr stark geskriptet, besteht aus 3 langen Teilen. Es gibt immer wieder Cutscenes wie diese und das ist, das habe ich auch nachgefragt, dann wirklich sehr ungewöhnlich. Also solche Missionen gibt es nicht viele, vielleicht auch kein zweites Mal in War of the Chosen. If you are hungry, there's more where that came from. Impressive reflexes, but unnecessary. Stand down. We're all friends here. You are safe here. More so than you imagine. We shall see if the same holds true for these skirmishes of yours. Es gibt jetzt 3 Rebellenfraktionen zusätzlich zu eurer eigenen Widerstandsgruppe, eben den XCOMs. Und die Elena gehört zum Beispiel den Reapers an. Und dann gibt es noch die Skirmishers und die Templars. Und jede dieser Rebellentruppen misstraut der anderen, darum geht es auch in dieser ersten Mission. Und jede hat ihre eigenen Fähigkeiten, ihren eigenen Spezialsoldatentyp. Die Reaper zum Beispiel dürfen in den Shadow Mode wechseln und das macht sie natürlich zu guten Scouts oder auch Nahkämpfern. Und die haben auch eigene Talentbäume und ergänzen quasi das schon vorhandene Soldatenspektrum. Ich habe auch einen Talentbaum gesehen, wo man bis zu 4 Fähigkeiten hat, unter denen man wählen darf. Also man ist dann flexibler. Und hier lernen wir jetzt gleich die neue Fraktion kennen, die es nämlich ebenfalls gibt. Where there is one, more will follow. You must not hesitate to destroy them. Ja, Zombies gab es ja eigentlich schon in XCOM 2, diese infizierten Zivilisten, ihr erinnert euch sicherlich, aber die Lost sind dann doch nochmal was anderes, das ist eine eigene Fraktion, das heißt, die kriegen auch in der Zugreihenfolge ihre eigene Phase und es kann in einer Mission sein, dass es sowohl die Aliens als auch die Lost gibt und auch die Aliens, also die Advent besser gesagt, bekämpfen die Lost. Und bei denen gibt es eine Besonderheit und das nennt sich das Headshot-Chaining. Wenn ihr einen Lost mit einem Treffer gegen den Kopf tötet oder auch einen Schlag, dann kriegt der entsprechende Soldat von euch sofort eine weitere Aktion. Und dadurch könnt ihr wirklich zig von den Viechern umbringen. Meistens habt ihr dann halt Munitionsprobleme, aber immerhin könnt ihr mit eurer letzten kostenlosen Aktion dann noch nachladen. Und das ist ein interessantes Spielprinzip. Also die Lost sind zahlreich, sind Nahkämpfer, werden auch von Schussgeräuschen angelockt. Und es gibt noch immer wieder solche, ja, neuen Schwärme in manchen Missionen. Und durch dieses Headshot-Chaining kommt ihr dann trotzdem hoffentlich damit zurecht. Sieht man ja auch hier sehr schön. Jetzt schießt er und hat sofort noch eine Aktion dadurch. Wie gesagt, diese große Startmission des Add-ons ist dreigeteilt. Hier sind wir jetzt kurz vor Ende der ersten Phase. Und wir kriegen demonstriert, dass wir die Lost aber auch auf herkömmliche Weise ausschalten dürfen. Die haben ja nicht viele Hitpoints und dann hilft in dem Fall auch einfach eine gut gezielte Granate. Allerdings, die Bonusbewegungen und Aktionen gibt es dadurch nicht. So, der letzte läuft in Extraction Point rein und das triggert dann eine Cutscene und den zweiten Teil der Mission. Oh, we'll be there.
Und wie ihr hier seht, ist das jetzt ein anderer Zweiertrupp. Ratet mal, ob die sich vielleicht dann alle treffen am Ende. Das war ein neuer Gegnertyp von Advent. Und das hier ist der Mox. Ein ehemaliger Offizier von Advent. Ein Alien. Der aber konvertiert ist. Also, er ist jetzt nicht unbedingt zum friedliebenden Advent-Kuschler geworden. Ja, und auch der Mox gehört einer Rebellenfraktion an, und zwar den schon erwähnten Skirmishern. Und die sind eben, ja, vor allem im Nahkampf gut, können feuern, also die haben eine spezielle Waffe namens Bullpup. Und mit der kann man feuern und sich bewegen oder bewegen und feuern. Also was es bislang nur als Spezialfähigkeit gab in XCOM 2. Und mir gefiel es wirklich gut beim Probespielen, dieses sehr cutscene-lastige und auch die vielen getriggerten Gespräche. Nur, wie gesagt, das ist eine Besonderheit. Das soll ich ins Spiel einführen. Vielleicht wird es das noch an zwei, drei Stellen geben. Hat mir der Jake Solomon, der Lead Designer von Fire Access, verraten. Wenn es nämlich darum geht, wieder, ja, was Spezielles zu schaffen, da komme ich nachher noch kurz drauf. Aber die normalen Missionen, auch wenn es neue Typen und neue Karten gibt und neue Waffen und neue Gegnertypen, die normalen Missionen werden wie immer ablaufen. Gerade hat sich der Mox ja da nach vorne gegrappelt. Und jetzt trifft er gleich auf den ganzen Trupp von diesen neuen Gegnern. Das sind Flammenwerfer-Gegner. Und die haben eigentlich den Zweck, die Losts zu bekämpfen. Also auch Advent hat gemerkt, dass es jetzt diese Losts gibt. Nur, wie ihr hier seht, huiuiuiui, da kann es einem schon heiß werden. Ich weiß nicht, ob es jetzt schlau war, den Mox da in vorderste Linie zu positionieren. Weil er weiß es nicht so recht, was er gegen die tun soll. Er kommt zwar in den einen ran. Also, wer noch ein bisschen nach oben und rechts jetzt geht, genau da halt. Da könnte er hin, genau. Aber dann ist ja da oben nochmal einer. Und das ist so ein bisschen riskant. Darum entschließt er sich jetzt dazu, seinen Spezialangriff Justice einzusetzen. Damit benutzt er seinen Haken, um den Rand zu ziehen und ihn dann im Nahkampf anzugreifen. Dummerweise hat er ihn nicht getötet. Ja, und hier auch schön zu sehen, was passiert, wenn man die teilweise trifft. Dann explodieren diese Flammenwerfer und machen das Gebäude kaputt. You weren't kidding when you said those tanks could explode. Careful with these things. We don't need to take any unnecessary chances. The patrol has been liberated. Ja, und klar, aus Mox-Sicht wurden die befreit, weil er ist ja ein befreiter Advent, der jetzt seinen eigenen Willen hat und gegen die Advent kämpft. Nach dem erfolgreichen Erreichen auch des zweiten Extraction Points mit der zweiten Gruppe kommen dann die beiden Fraktionen, die sich ja so gar nicht mögen, die Skirmisher und die Reapers, zusammen zu Beginn des dritten Abschnitts. Rendezvous point directly ahead. Let's try and play nice today, people. So, Advent's most brutal captain comes to atone for his crimes. I am no longer that being. I am free now. Taking off that helmet does not change what you are. Reapers have long memories, Elder Kruxod. Anytime. The way I see it, we have two options. Join forces and kick the Elders off our world, or kill each other here and now. The choice is yours. Okay.
Helden. Ja, und damit haben wir die erste von drei Advent-Offizieren, eben von den Chosen, den Auserwählten, kennengelernt, die Assassinen. Es gibt auch noch den Warrior, den Krieger und den Warlock, den Hexenmeister. Und das sind Spezialcharaktere, die man nicht einfach töten kann. Also man kann sie maximal in die Flucht schlagen und muss sie, wenn man das denn möchte, ist es nicht zwingend notwendig, muss sie dann wirklich aufspüren und in eigenen Spezialmissionen endgültig besiegen, weil die wohl immer stärker werden, einen immer wieder piesacken und auch Gebiete verteidigen oder auch, das passiert übrigens am Ende jetzt dieses dritten Abschnitts der Einführungsmission, Leute kidnappen. Die kann man dann befreien in einem neuen Missionstyp, der dann in eine gegnerische Basis führt, die erstmal nichts von einem weiß, aber dann in mehreren Zuständen quasi alarmiert wird. Also, ich denke, es steckt eine Menge drin in War of the Chosen. Das wird die XCOM 2-Erfahrung nochmal verbessern. Ich glaube, es ist auch das Beste der drei Add-ons, die es dann geben wird. Und ich freue mich sehr drauf.